Die Grippe geht wieder herum, starke Gliederschmerzen, Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schüttelfrost und. Und was da alles noch so dazugehört. Und heute zeige ich dir, wie ich mir, aber auch du dir schnell und vor allem auch nachhaltig helfen kannst. Hi, herzlich willkommen zurück bei Just Yvonne, unvollkommen vollkommen, der Kanal, bei dem du Einblicke in meinen persönlichen Heilungsweg und in meine Erfahrungen bekommst, viele, viele leckere, vegane, glutenfreie und vor allem medical medium friendly Gerichte für dich zu Hause zum Nachkochen und Nachbacken und einen Podcast, bei dem ich dir als ausgebildete Energetikerin und Beraterin nach Anthony William Medical Medium viele, viele hilfreiche Tipps und Tricks für deine Persönlichkeitsentwicklung und deine Ernährungsumstellung mitgebe. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Wichtigste bei einem Krankheitsausbruch, egal ob es sich jetzt um die Grippe handelt oder um irgendwelche Symptome, die gerade am Ausbrechen sind, ist immer sofortige Maßnahmen und nicht abwarten und Tee trinken oder abwarten und schauen, wie es sich entwickelt, sondern immer ab dem ersten Moment, wo du merkst, hoppla, da tut sich etwas, da passiert etwas. So, gell, mit dem frustrierten Mauzi, hallo, komm runter, Schatz. Ja, ab dem Moment, wo du also merkst, da tut sich etwas, sofort Maßnahmen beginnen. Und was sind die besten Maßnahmen, mit denen man sofort beginnen kann? Am besten immer wieder das Immunsystem stärken in Form von Supplementen, und natürlich auch die Ernährung, aber da kommen wir dann später hin. Wenn jetzt also du die ersten Anzeichen von einer Grippe hast, dann beginn sofort mit der Vitamin C Schockkur. Zusätzlich dazu kannst du auch noch die Zink-Schockkur verwenden. Worauf du hier achten musst, ist, dass du die Vitamin C Schockkur nicht gleichzeitig mit der Zink-Schockkur machst. Das heißt, du machst jetzt nicht die Vitamin C Schockkur und 5 Minuten später machst du das Zink oder kaum hast du das getrunken, dann gibst du schon das Zink erhöht hinein. Nein, du lässt mindestens 30 Minuten bis eine Stunde Abstand, damit das mal anfangen kann zu wirken, bevor du dann vom Vitamin C mit der Zink anfängst oder umgekehrt. Was ich dann noch gemacht habe, was mir auch sehr, sehr geholfen hat, ist, dass ich auch alle anderen weiteren antiviralen Supplemente hochgefahren habe. Das heißt, ich habe die Vitamin C-Schockkur gemacht, ich habe erhöht Zink genommen und dann habe ich noch vor allem den Propolis noch erhöht genommen, wie es mich da jetzt letzte Woche ganz leicht für einen halben Tag erwischt hat. Und zusätzlich habe ich dann noch Golden Seal erhöht genommen und Brennnessel erhöht genommen. Was auch sehr empfehlenswert ist, vor allem, weil sie nicht nur heilend ist, also wirklich stark heilend, sondern auch richtig den Körper gut kräftig, ist die Heilbrühe nach Anthony William Medical Medium. Du findest das Rezept von der Heilbrühe im Brainsaver Buch, also in Heile dein Gehirn, aber auch in Mediale Medizin Buch, im blauen Buch. Und du findest das Rezept dann auch noch genauso wie die Supplementen Schocktherapie in der Beschreibung unten drinnen. Die Heilbrühe ist ein Wahnsinn. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Die heilt sehr intensiv. Sie schmeckt richtig, richtig gut und sie ist auch wirklich sehr kräftigend für den Körper. Gerade wenn man eben mit der Grippe im Bett liegt oder wenn man mit anderen Symptomen im Bett liegt, die einen eh schon sehr stark schwächen, dann ist die Heilbrühe sehr aufbauend. Die gibt so richtig einen Kraftschwung hinein. Und das Tolle an der Heilbrühe ist, du musst nicht irgendwie stundenlang am Herd stehen und das alles irgendwie davor stundenlang vorbereiten. Na, das geht echt schnell. Das heißt, auch wenn man gerade sehr schwach ist, schafft man es, wenn man sich am Tisch hinsetzt und das einfach mal alles zusammenschneidet. Viel ist es ja nicht. Und dann stellt man das nur in einen Kochtopf auf, gießt Wasser auf und lässt es einfach sich selbst einfach so für 1 bis 2 Stunden dahin köcheln. Mehr muss man gar nicht tun.
Das Wichtigste bei jeder Erkrankung, auch nicht nur direkt gezielt bei Grippe oder grippalen Effekten, sondern wirklich bei jeder Erkrankung, egal ob chronisch oder nicht, ist einfach das viele, viele, viele trinken. Aber nicht nur irgendetwas trinken, nee, das Wasser sollte schon belebt sein. Nicht energetisiert, da ist ein riesengroßer Unterschied zwischen energetisieren und belebtem Wasser. Beim energetisierten Wasser gibst du dem Wasser eine Information und beim belebten Wasser machst du das Wasser wieder lebendig. Wie kann man jetzt das Wasser wieder beleben? Ganz einfach, du kannst Zitrone hineingeben, du kannst aber auch ein Ingwer hineingeben. Du kannst auch frische Kräuter reingeben, zum Beispiel ein Thymian. Du kannst aber auch Zitronenmelisse ins Wasser oder generell Melisse hineingeben. Was auch noch wichtig ist und gut ist, sind verschiedene Tees zum Trinken. Das heißt, ihr habt jetzt hier mal Fenchelsamen, ihr habt Thymian. Naturreiner Honig ist auch sehr wichtig, wenn du wieder gesund werden möchtest. Ja, Honig natürlich ist ein tolles Arzneimittel, was uns die Natur, was uns die Bienen zur Verfügung stellen. Wichtig, dass er naturrein ist und nicht der verfälschte mit Zucker und allem Möglichen. Also naturreinen Honig bekommst du beim Imker deines Vertrauens. Der muss wirklich naturrein, also naturbelassen sein. Auch das Essen ist während der Grippe, aber nicht nur während der Grippe, sondern auch danach und auch wie bei jedem anderen Krankheiten sehr, sehr wichtig. Achte darauf, dass du hier viel, sehr viel Obst und Gemüse in deinen Speiseplan hineinbringst und die Fette wie auch das Salz gerade in den Akutphasen eher reduzierst, wenn nicht sogar ganz weglässt. Das hat folgenden Grund, weil nämlich, wenn du Salz und Fette weglässt, der Körper besser heilen und besser entgiften kann und somit die ganzen Viren noch besser rausgehen, die ja eigentlich gar nichts im Körper zu suchen haben. Und du wirst da einen riesengroßen Unterschied merken, gerade wenn man eh mit der Grippe so, ja, gerade im Bett liegt, dann ist es eh oft so, dass man ja, eigentlich nicht wirklich was essen möchte und alles eh so ein bisschen zu schwer ist. Und wenn du dann eben das Salz und das viele Würzen, wie eben auch die Fette weglässt, dann wirst du merken, dass der Körper viel mehr Energie kriegt durch das Essen. In der Akutphase kannst du dir ganz einfach nur Kartoffeln kochen und dann mit einem rohen Knoblauch den einfach pressen oder so reiben und dann den einfach über die Kartoffel drüber streichen. Das ist das beste Heilmittel zum Essen. Also wirklich. Erstens mal, es schmeckt mega lecker. Also mir schmeckt es echt gut. Ihr könnt mir da eingraben in Kartoffeln mit Knoblauch drinnen. Und es ist so stark antiviral. Also eben in dieser Akutphase, gleich am ersten Tag, mit denen gleich beginnen, da wirst du richtig merken, wie das richtig aufpusht. Und jetzt kommen noch so ein paar kleine Extra-Tipps von mir. Gegen Gliederschmerzen hat mir richtig gut MSM geholfen. Dann halt eben auch mental gegen die Schmerzen. Ist immer wichtig, dass man auch, wenn man gerade wirklich am Tiefpunkt ist, trotzdem versucht, sich eben bewusst zu machen, dass es wieder vorbeigeht, dass es nur ein Jetzt-Zustand ist, nur ein jetziger Zustand, der aber ganz schnell wieder weggeht. Wenn du dir jetzt in dieser Zeit noch sagst, dass du jetzt sterbenskrank bist und dass du, dass es dir ganz, ganz schlecht geht und du das in Dauerschleife immer wieder wiederholst, dann unterdrückst du dein Immunsystem noch mehr und es ist ja eh gerade am Kampf gegen die Viren und gegen die Bakterien, die da ausgebrochen sind, um dich zu schützen und um dich wieder gesund zu machen. Und wenn du jetzt von oben noch immer wieder den Dämpfer durch die negativen Gedanken machst, dann wird es noch schwieriger fürs Immunsystem sein. Gegen langanhaltendes Fieber, ja, wenn das so konsequent 39, 40 Grad ist und nie wirklich runtergeht, hilft frisch gepresster Gurkensaft. Ja. Erstens mal durchfeuchtet der frisch gepresste Gurkensaft deinen kompletten Körper und er tut eben auch das Fieber senken. Zu Beginn von der Heilreise, aber natürlich auch immer zwischendurch, kann es recht möglich sein, dass dein Immunsystem noch nicht so stark aufgebaut ist oder dein Immunsystem wieder schwächer geworden ist.
durch diversen Lebensumständen. Und wenn du dann mit einer Grippe zu tun hast oder dann mit irgendwelchen anderen Krankheiten, dann kann es sein, dass du mal für gewisse Zeit doch die Schulmedizin und die Tabletten benötigst. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast jetzt einiges hier so von meinen Tipps und Tricks mitnehmen können für dich, für deine Heilreise. All die Tipps und Tricks, die ich dir hier so erzählt habe, sind von Anthony William Medical Video. Du findest natürlich auch die Informationen zu den Supplementen und so weiter bei ihm in seinen Büchern drinnen, auf seiner Webseite. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich mega, mega freuen, wenn du mir ein Like, einen Kommentar und ein gratis Abo da lässt, weil so unterstützt du mich und bringst da den Algorithmus so voran, damit meine Videos mehr gesehen werden und mehr Videos von mir kommen. Wenn du Unterstützung auf deinen Heilungsweg brauchst, dann freue ich mich natürlich, wenn du dich bei mir meldest, denn wie schon erwähnt im Intro, bin ich eben auch Beraterin nach den Lehren von Anthony William und freue mich natürlich dann, das ganze Heilwissen von ihm dir weiterzugeben zu dürfen und mit dir noch sein Heilwissen einen perfekt abgestimmten Plan mit dir machen zu dürfen. Ja, und dich da ein bisschen begleiten zu dürfen auf deinem Weg. Wir sehen uns nächste Woche und bis nächste Woche wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude und Spaß beim Gesundwerden und gesund bleiben. Tschüss, Baba.